So und so. Und vielleicht Redstone oben und unten? Nee. Und in der Mitte auch noch? Nee. Schade. Ach, verdammt. Alles weghauen, jawohl. Ja, Moment, Leute. Ich guck mal nebenbei im E-Net kurz, wie man diese Booster Rails macht. Wiki Minecraft. So, hier haben wir das Wiki Crafting natürlich. Und dann schaue ich mal kurz, wie man hier diese Schienen macht. Wo haben wir denn die Schienen? Schienen, Schienen, Schienen. Da haben wir Rüstung. Ah, hier. Boosterschiene. Ach, aus Gold und Sticky und Redstone. Dann gibt es noch eine Detektorschiene. Aktiviert beim Überfahren mit einem Minecart einen Redstone-Schaltkreis. Beschleunigt oder verlangsamt Minecarts, diese Boosterschiene. Erreichen da diese Boosterschienen zu? Kann mit Brennmaterial das in andere Loren zu schieben. Man kann ja hier auch eine angetriebene Lore oder eine Güterlore machen. Okay, Lore aus Eisen. Schiene, okay, aus Gold. Und Detektor macht man aus Eisen und einer Druckplatte Stein. Okay, dann machen... da brauchen wir viel Gold für. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Machen wir mal diesen da. Was war denn das gerade? Ach. Goldnuggets kann man sich herstellen. Okay, was bringen die? Gute Frage. So, dann hier ein Sticky und einen Redstone. Ach, und da bekommt man 6 Antriebsschienen raus. Okay, machen wir uns mal ein paar. Ich denke mal, das reicht dann erstmal so zum Testen. Zack, zack. 2 Stickies und 2 Redstones. Und dann haben wir nochmals 18 Antriebsschienen insgesamt. Dann machen wir uns mal eine Lore, also einen Waggon, den wir dann fahren können. Und das war's. Das war's. So. Halt. Was will der schon wieder? So, ich will im Prinzip jetzt erstmal nichts, außer hier ein bisschen Zeug wieder einlagern, weil ich muss ja nicht alles mit mir rumschleppen. Das Gold kann ja hier bleiben, das Eisen kann ja hier bleiben. Ben? Ne, das nehme ich mal mit. Eisen kann man eigentlich immer dabei haben. Genau wie man eigentlich ein Bett immer dabei haben könnte. Wir wissen ja nie. Weil wenn ich jetzt rausgehe, am Ende wird es wieder Nacht irgendwie. Und dann müssen wir wieder pennen und wissen nicht wo. Und ach, alles ist kacke dann. Ja. So, gehen wir mal hier runter. Dom, da da ga da gong, ga da dong, ga ga dong. Und runter mit uns. Hui, hui, hui. Miau, ich nehme schon mal das Schwert in die Hand, nicht, dass hier wieder irgendein Creeper drin hockt. Huh, okay. Keiner da. Gut für uns, schlecht für den Creeper. Beziehungsweise schlecht für den Creeper. Oder gut für den Creeper und schlecht für uns. Ach, da oben ist noch ein Creeper. Das heißt, noch ein Creeper. Das ist der Creeper. Renne doch! Du musst rennen! So, hier hatte ich ja schon Fackeln hingestellt, weil hier wollte ich ja... Ach, da haben wir ein Schaf. Ah, guck ich an. Hier wollte ich ja sowas wie den Bahnhof dann hinmeißeln. Habe ich mir zumindest vorgestellt. Ob wir es so machen, ist natürlich eine andere Geschichte. Oh, da oben ist ein Creeper. Hallo! Hallo. Wehe. So. Gib uns mal Erfahrungspunkte. Level 28 ist ja fabulös. Okay, das sehen wir natürlich nichts. Eigentlich wollte ich den Bahnhof so machen, dass wir den von oben aus sehen. Aber ich glaube, das kann ich abschminken. Weil oben ist hier natürlich alles bergig. Ich glaube, von oben sehen wir gar nichts, oder? Wir könnten den höchstens hier reinmachen. Sehen wir den dann? Nee. Von da oben sehen wir eigentlich so gut wie gar nichts. Hm. Wir könnten auch unseren Untergrundbunker dazu verwenden, einen Bahnhof zu machen. Draus zu zaubern, so gesehen. Aber nee, das soll eigentlich... Bunker soll Bunker bleiben, hätte ich gesagt.
Ach, ich bin mir immer so unschlüssig, wo etwas sein soll. Aber am besten wäre es natürlich, wenn wir den Bahnhof irgendwie hier reinzimmern. Oder hierhin. Direkt. Ja, natürlich am allerbesten. Ach, ich bin ja sowas von schlau. Ich bin ja sowas von schlau. Erstens mal wird's Nacht. Und zweitens mal habe ich gar kein Baumaterial dabei, um überhaupt irgendetwas zu bauen. Klasse. Spitze Fantastico. Haben wir denn hier eigentlich irgendwelches Baumaterial? Eisen. Erde. Was ist denn das für eine scheiß Musik hier im Hintergrund? Das kotzt mich jetzt gerade an. Das denn? Ach, besser. Meine Fresse, was es nicht so viel Musik gibt. So, Brot essen sollte ich erstmal, weil ich verhungere fast. Ach, den ganzen Weg nach unten umsonst gemacht. Ja. So passiert das halt. In der heutigen Gesellschaft. Aber wir könnten uns eigentlich auch, wenn wir hier oben schon bauen, hier oben alles bauen. Hier oben den Bahnhof bauen und so weiter und so fort. Oh. So, machen wir mal. Ich nehme erstmal Holz mit. Ach, guck an, wir haben kein Holz mehr. Nee. Ach, Mann. Wir haben auch gar nichts. Es wird schon wieder Nacht, oder? Es wird doch ständig Nacht. Kann das sein? Ach, Herrgott. Kommt man hier jetzt überhaupt nichts? Die meiste Zeit hier im Let's Play verbringen wir damit zu schlafen. Oder dumm in der Weltgeschichte rumzurennen. So, jetzt können wir gleich warten, bis Nacht ist. Ach, und die Schweine. Da müssen wir bald mal ein paar schlachten, hä? Damit das hier nicht zu groß wird. Oder wir verbinden die Farm und ziehen die noch ein bisschen dahinter, dass wir hier so eine Riesenfarm haben. Wäre natürlich auch gut. Alle Tiere zusammen in einem Käfig. Ja, wobei ist nicht so gut. Wenn sie dann nämlich zu fressen wollen, dann kommen sie alle an. Und da kann man nicht mehr gezielt wem etwas geben. So, und ich würde sagen, Bahnhof bauen wir hier oben mit hin. Müssen wir dann halt schauen, wie wir Schienen nach unten hinkriegen und wie wir überhaupt dann hochfahren können, ob das geht. Ob das geht, ist natürlich die Frage. So. Zack, 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 zack. Hier diese Erdepopel können wir mal kurz wegnehmen, weil die stören. Dann können wir uns ein paar Sprünge sparen. So wird das schon besser. So, und ich würde sagen, hier unten rein könnte man doch dann irgendwie einen Bahnhof bauen. Eieiei. Ist aber auch hoch hier. Okay. Hier rein vielleicht irgendwie einen versteckten Bahnhof, oder? Wo kommen wir denn dann hier raus? Da könnten wir da eine Brücke rüber bauen und ja, das würde einigermaßen funktionieren. Das könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen. Wir machen es einfach mal. So, bevor ich wieder lang rum überlege, könnten wir, sollten wir, hätten wir, töten wir. Fange ich einfach mal an, hätte ich gesagt. Und wenn es scheiße wird, Pech gehabt. So einfach wird das in Zukunft gemacht. So, ich glaube, hier den mache ich auch noch weg. Den auch noch. Okay, Bauprojekt. Bauprojekt. Wie groß machen wir eigentlich den Bahnhof? Das ist natürlich auch eine Frage, die sich uns stellt. Aber ich würde sagen, diese eine Schicht hier vorne nehmen wir noch weg. Schaufel kaputt und ich habe keine mehr. Spitze vorbereitet. Verdammte Axt. Mann. Werkbank muss her. Zack. Eingeklatscht mitten in die Wildnis. Mir scheißegal jetzt. Wird hier Werkbank hingezimmert. So. So, dann machen wir hier mal weg. Da mal weg. Da mal weg. Und da auch noch. Bauprojekte, Bauprojekte. Überall nur Bauprojekte. Ba 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 ba.
So, dann machen wir hier weg, würde ich sagen. Und die Steine hier drin auch. Inklusive der da, der da, der da, der da, der da. Und hier kommt dann der Bahnhof rein. Ein in den Berg gemeißelter Bahnhof. Ich deute es mal so an. Mal schauen, ob das was wird. So, so, so. Das, das, das. So, dann wäre der so groß hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Felder wäre der groß. Ist eigentlich ja ein bisschen klein für einen Bahnhof. Aber... okay, machen wir hier nochmal weg und da nochmal. So. Jetzt nimmt er doch schon eine bessere Größe an. Ich würde sagen, einen machen wir noch, damit es unsymmetrisch wird. Oder? Also halt, was heißt eine ungerade Zahl? Weil wenn wir ungerade Zahlen haben, können wir Einer- oder Dreier-Türen einbauen. So, da mache ich mal das hin, dass wir jetzt als ungefähre Vorlage wissen, wie hier der Bahnhof dann aussehen wird. So, die zwei. Jetzt müssen wir natürlich hier noch ein bisschen Stein rausklopfen. Ist ganz klar. Lalala, das gibt wieder Stein und Erde. Ultra. Ja, da, 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 da. Baue, baue, Häusler, baue. So, die Erde weg. La, 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 la. Ach, fällt der ganze Gravel-Shit runter. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. So, jetzt nehmen wir mal das Holz und fangen mal an. Ich würde sagen, so, ja, so, hier, oder? Ah, machen wir einfach mal hier hin. Auch wenn es jetzt noch nicht geplant ist, genau wie ich das vorhabe. Aber so ungefähr, damit wir wissen, wie das Ganze wird. Wird natürlich noch einen kleiner. Weil wir hier einen Rand bauen. Wo ist die Sonne? Da oben, ich wollte schon sagen, wird schon wieder Nacht hier oder was? Ach, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Ganz schlau. So, jetzt komme ich aber hoch. So, das wird dann im Prinzip das Grundgerüst. So. Da, da, da. Und da und da. Und da, da. Schicke. Schicke, schicke, schicke. Da können wir dann hier irgendwo die Tür reinkrabammeln. Machen wir mal da rein. Frau Krabappel. Wir bräuchten auch wirklich noch entweder Steine oder Holz. Noch mehr. Langsam wird's eng hier. Machen wir mal hier aus Holz. Da kommt natürlich noch so ein Dingens dazwischen, damit es auch wirklich aussieht nach was. Da, da. Und dann vielleicht noch hier, hier, hier. Hier können wir zumachen. Ja, okay, da haben wir jetzt sowieso kein Holz mehr. So, da kommt dann ja noch die Decke rein und alles. Ja, okay, ist jetzt der Grundgerüst. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir hier... müssen wir dann sowieso ein Bett reinknallen. Haben wir Fackeln? Ja. Sollten uns vielleicht auch mal ein paar Fackeln hier aufhängen. Na toll, keine Fackel mehr. Ach da, so. So, das reicht. Dann hängen wir uns noch ein paar hier hin. Klack. So, das mauern wir erst einmal mit Erde zu, auch wenn es scheiße ist. Aber damit uns in der Nacht hier keine Viecher reinsemmeln von oben. So. Und die Fenster auch erstmal wieder aushöhlen hier mit Erde. Sicher ist sicher in der Nacht. Und dann können wir uns erst einmal hier unser Bauarbeiterbett reinknallen. Plupp. Fertig. Passt. Hier die Werkbank noch reingeholt. Ach, die bleibt draußen stehen. So.
So, natürlich sehe ich jetzt nicht genau, wann draußen Nacht wird. Deswegen lasse ich das erstmal offen. Und wir können hier erstmal weiter nach hinten graben noch. Für den Bahnhof, weil der muss ja auch etwas in die Tiefe gehen, damit die ganzen Züge Platz haben. Ich bin ja gespannt, wie das Ganze wird. Ich habe noch nie... Bin ja auch immer so unkreativ, was das Bauen angeht. Also ich stelle mir zwar ungefähr was vor, aber das, was ich baue, sieht dann letzten Endes ganz anders aus, wie das, was ich geplant habe. Beziehungsweise nennt man das unkreativ? Das nennt man doch eher nicht können. Oder handwerkliches Missgeschick. Finster wie ein Bärenarsch, finster wie ein Bärenarsch. Achtung. Fackel, Fackel, Fackel. Zuck. 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 So. Okay, draußen ist es noch nicht dunkel. Das heißt, wir können uns hier noch ein klein bisschen Zeit lassen. Und noch ein bisschen Steine abtragen. Wobei ich mich ja auch frage, eigentlich sähe es doch bestimmt auch ganz gut aus, wenn wir den Bahnhof aus Stein basteln, statt aus Holz. Wieso muss ich immer alles aus Holz basteln? Zumal wir ja auch in den Berg basteln und ein Haus im Berg aus Holz sieht irgendwie komisch aus. Och nee, jetzt ist mir Minecraft abgekackt. Naja, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, euer Keltorio.